willkommen mal wieder bei Das Thema und dieses Mal geht es um Zeitreisen, die Möglichkeiten, Vorstellung und Logik. Oh mein Gott, er hat Logik gesagt. Ja, ich setze alles in einen logischen Zusammenhang. Das auch noch. Oh mein Gott, jetzt dreht er durch. Ja, ich weiß. Okay, ich würde einfach mal sagen, ich fange mal an und dann werdet ihr irgendwann schon merken, da ich damit ziemlich Logik auch manchmal an die Sachen rangehe. Oder ihr werdet es nicht merken. Aber dann weiß ich nicht, dann ist egal. Dann habt ihr es euch ja trotzdem angesehen. Oder auch nicht. Oder auch doch. Wenn ihr bis zum Ende dabei bleibt, dann ist schön. Wenn nicht, reise ich in der Zeit zurück und drehe dieses Video einfach mal. Und besser. Mit viel besseren Argumenten. Nein, brauche ich nicht. Also, Zeitreisen. Vorwärts geht immer, weil wir bewegen uns ständig vorwärts in der Zeit. Jede Millisekunde, die vergeht, habt ihr schon wieder verloren. Ja, so schnell geht das in der Zeit vorreisen. Ist das nicht cool? Ansonsten könnt ihr natürlich auch ein Raumschiff nehmen oder irgendein anderes Objekt und euch entweder mit Lichtgeschwindigkeit bewegen oder annähernd Lichtgeschwindigkeit, also sollten schon ein paar hunderttausend Kilometer pro Sekunde sein. Also langsamer ist doof. Oder ihr könnt euch halt mit irgendeinem beliebigen Objekt an ein schwarzes Loch begeben, die Gravitation wirken lassen, so, keine Ahnung, 10, 20 Minuten, wenn ihr ein bisschen länger haben wollt, ein paar Stunden, Tage, Wochen, mir egal. Wenn ihr wieder zurückkommt, ist auf jeden Fall viel, viel Zeit vergangen. Das erschließt sich nicht direkt, warum, aber es ist so. Muss erstmal genügen. Ja, wie ich hier wieder logisch an die Sachen rangehe. Also er kommt durch die hohe Gravitation, umso höher die Gravitation. Ach, eigentlich. Eigentlich ist egal. Denn am schwarzen Loch sorgt praktisch die Gravitation dafür, dass die Lichtgeschwindigkeit vergeht oder an euch voran. Ach, ja, lassen wir dazu erklären, das ist ja schwieriger als das einfach zu wissen. Okay, wurscht. Also, ihr habt halt diese Option. Also entweder ihr bewegt euch schlagartig mit Lichtgeschwindigkeit und macht ein paar Jahre weg und kommt dann an und guckt, wie es so war in der Zukunft und dann kommt ihr zurück. Haha, geht gar nicht, sagen einige. Geht doch, sagen andere, ich bin da unentschieden. Kann möglich sein, muss nicht möglich sein. Das nicht geht, sagen ja immer alle Leute, ja, denn dann wäre ja da dieses Zeitparadox, dieses Großvaterparadoxon. Wenn du deinen Großvater erlegst, wirst du nie geboren, deswegen kannst du auch gar nicht in die Zeit zurückreisen, um deinen Großvater umzulegen, weshalb du geboren wirst. Yeah, genau, kann man meinen, muss man aber nicht. Ich habe da sowieso eine eigene Theorie, vielleicht erkläre ich die auch einfach sofort, obwohl wir können auch erst auf Filmisches zurückgreifen, ja, machen wir da zuerst, weil sonst ist das doof. Gehen wir zuerst zu Filmen, die sehr gut sind, also Zurück in die Zukunft wollte ich erst anfangen, aber mir ist gerade was Besseres eingefallen als Anfang, nämlich Bill und Ted. Bill und Teds verrückte Reise durch die Zeit, ja. Bill und Ted. Genialer Film, sehr, sehr genial. Und quasi wird es dort ja gemacht wie eine Wiederholungszählschleife. Also vor I gleich unendlich. I gleich 1 oder 0, also ich gehe erstmal von 1 aus,
i++, also immer plus 1 in den nachfolgenden, bis i unendlich ist. Das ist so Bill und Ted. Ja, ich habe das jetzt mit Programmiersprache erklärt. Ich erkläre es halt anders auch noch. Also es ist ja wie eine Zeitschleife. Also die sehen sich ja schon vorher selbst mal. Also die begegnen sich ja selbst. Also haben sie es ja halt gemacht, diese tolle Zeitreise. Und dort wird ja davon ausgegangen, dass sich denn alles wiederholt. Also die Sachen, die sie machen, führen zu den Ereignissen, die passieren. Was gar nicht mal so unlogisch ist, das ist sehr logisch sogar. Also dort ist ja wie eine selbsterfüllende Prophezeiung. Also der gute Rufus. Man nennt ihn Rufus. Man nennt ihn Rufus. Das war Deponia. Tut mir leid. Deadelic Entity. Falls die Leute da von denen das sehen. Tag. Gut. Also, der geht ja zurück. Dieser George Carlin, der coole Schauspieler, in die Zeit, um genau das zu bewerkstelligen oder die Weichen dafür zu setzen, dass seine Zukunft genauso passiert, wie sie ja passiert. Und deswegen ist seine selbsterfüllende Prophezeiung, also er geht ja zurück, damit die Ereignisse so passieren, wie sie passiert sind. Und das funktioniert ja schließlich auch in dem Film. Also da wird konsequent von dieser Logik ausgegangen, alles, was sie tun, bewirkt, dass es so wird, wie es wird. Also selbsterfüllende Prophezeiung, also als ob du in die Vergangenheit reist und dir selbst sagst, hier, pass mal auf, das und das wird passieren. Und du denn ja praktisch nur darauf wartest, dass dieses Ereignis passiert. Tut mir leid. Mann. Also, das ist eine sehr logische Konsequenz, das finde ich sehr gut an dem Film. Der Film ist spitze. Also echt, den muss man einfach gesehen haben. Weiß ich nicht. Einer der besten Filme aller Zeiten, würde ich ja sagen. Der zweite Teil ist auch super, also ihr könnt mich da auch nicht entscheiden. Aber der erste Teil ist ein bisschen besser, muss man einfach sagen. Aber im zweiten Teil gibt es auch coole Sachen bei Bill und Ted. Da wird dann auch noch mit anderen Sachen herumprobiert, zum Beispiel, was passiert, wenn wir dich so und so austricksen, danach gehst du in der Zeit zurück und dann tricksen wir dich so und so aus. Das ist genial, dieses Zeitspiel. Aber gehen wir jetzt zurück in die Zukunft. Dort ist es schließlich sogar möglich, die Vergangenheit zu verändern, um die Gegenwart oder die Zukunft, besser gesagt, positiv zu verbessern, zu verändern oder eben schlechter, wie im zweiten Teil gezeigt wird, wenn irgendetwas ganz, ganz schlimm läuft. Viele sagen ja, im zweiten Teil kamen viele unlogische Sachen, das finde ich eigentlich gar nicht mal. Also, sie sagen ja schließlich, also die Leute, die drauf anspielen, ja, wie soll denn Biff wieder in deren Zeitachse zurückkommen? Der Doc sagt ja schließlich direkt, ja, wir müssen denn aber Biff auch wieder in der Zeitmaschine entkommen lassen, sonst können wir ja gar nicht zurückgehen. Also, da der sich denkt, alles hat funktioniert. Genau, deswegen kommt er ja schließlich wieder mit der Zeitmaschine zurück in deren Zeitachse. Also merkt man eigentlich ganz zu Beginn schon, dass sie ja erfolgreich waren mit ihrer, also wenn sie denn in diese schlimme Vergangenheit kommen. Gut, die wird es denn eigentlich nicht geben, aber ist ja erstmal egal. Aber das wird ja doch im zweiten Teil denn ja auch durch den Ripple-Effekt erklärt, also dass die Zeitachse denn wieder vollkommen normal wird, wenn man die Vergangenheit verändert hat, dass die Gegenwart oder die Zukunft denn dadurch direkt synchronisiert wird praktisch, also der Datenabgleich sofort erfolgt und alles genauso ist wie immer denn wieder oder besser.
Oder eben schlechter, in dem Fall mit dem Büff-Universum, wo er halt die Kontrolle über alles hatte wegen dem Sporteimer, ne? Aber dort wird alles so konsequent auch in ihrer eigenen Filmlogik, also in ihrer eigenen Darstellung, erklärt und erzählt, dass eigentlich immer irgendwie logisch ist, auch wenn, ja, man kann natürlich sagen, diese in der zweiten Dingens, diese schlechte Zeitachse kann es ja gar nicht geben. Sie haben sie ja wieder verändert, das sind wir ja Großvater-Paradoxon. Aber es wird ja halt so erklärt, wenn sie noch nicht eingegriffen hätten, würde dieses ja so aussehen. Also in der, ne? Also solange wie sie nicht eingreifen, sieht die Zeit halt ziemlich düster aus. Und Biff ist der mächtigste Mann der Welt, ja praktisch. Oder von Hill Valley auf jeden Fall, kann man auf jeden Fall so sagen. Was natürlich nicht berücksichtigt wird, wenn er immer bei den Sportwetten gewonnen hätte und das wäre irgendwie durch die Pressen gegangen, also dieser Schmetterlingseffekt wird dort natürlich nicht irgendwie verwendet. Also, dass dieses Ereignis, dass er praktisch nur noch gewinnt oder auch immer gewinnt, irgendeinen Einfluss hat auf alles andere. Also, das gibt es dort halt natürlich nicht. Die wollten ja auch nicht zu kompliziert werden. Also, die wurden ja an manchen Stellen schon ein bisschen kompliziert. Also, für einen jungen Menschen, ein Kind oder einen Jugendlichen ist das Ganze ja nicht so einfach zu verstehen. Immer. Also, den meisten ist es nicht so verständlich. Naja, ihr wisst schon, weit. Wenn ihr es gesehen habt, jedenfalls. Gut, also dort wird der Ripple-Effekt genommen, um eben zu sagen, wenn wir die Zeit so und so verändern, dann ist die Gegenwart schlagartig, die verändert sich genauso. Ist ein gutes Konzept, na klar. Macht die Sache sehr einfach und angenehm. Man muss nicht ständig irgendwie Leute mitnehmen, die man retten will oder so. Können dann einfach da bleiben. Die denken, alles ist wie immer. Super Sache. Natürlich wird dort die Zeit irgendwie immer manipuliert, also dass Ereignisse nicht geschehen. Dort stammt ja auch das her, dass man irgendwie verschwindet, wenn man irgendwas Schlimmes gemacht hat. Also auf dieses Großvater-Paradoxon zurückzukommen, wenn man praktisch die Zeit verändert, also den Großvater umbringt. Denn verschwindet man. Also dies mit dem Verschwinden, was jetzt immer wieder zu lesen ist bei diesen Themen. Ja, wenn ich das mache, dann verschwinde ich ja. Dieses Verschwinden wurde dort eingeführt. Das ist logisch nicht nachweisbar. Sollte nicht verwendet werden, um als irgendwie Punkt genommen zu werden. Also, denn verschwinde ich. Punkt. Yeah. Und jetzt habe ich es euch aber gezeigt. Nee, so einfach ist es ja nicht. Denn jetzt komme ich mit meiner kalten, blöden Logik. Jetzt könnt ihr übrigens ausschalten, wenn ihr keine Logik haben wollt, sondern in diesen Filmen, Universen euch bewegen wollt. Kann ich das gut verstehen? Denn viel Spaß noch. Tschüss. Gute Nacht. Wenn es euch interessiert, ja. Unangemessene Meinung, würde ich ja fast dazu sagen. Also meine doofe Meinung hören wollt, dann bleibt dran, hier kommt sie. Also es gibt ja mehrere Möglichkeiten. Entweder man geht zurück, wenn es möglich wäre. Also ist jetzt die erste Möglichkeit. Man geht zurück und verändert irgendetwas und schafft damit ein parallelen Zeitfluss, wo die Ereignisse verändert werden, wurden, wie auch immer. Also die Hauptstrecke gibt es immer noch. Ihr lebt, aber ihr habt gerade euren Großvater umgenietet. Ihr lebt aber in diesem Zeitstrahl, denn trotzdem, ihr könnt zwar nicht mehr zurück zu eurem eigentlichen, aber in diesem Zeitstrahl seid ihr nun gefangen als Individuum. Seid irgendwie in diese Zeitparallele gelandet, gekommen. Und
Seid da in der anderen Zeitachse, liebt euer Großvater und deswegen werdet ihr auch geboren. Nur eben diese neue Zeitachse, die ihr erschaffen habt, die jetzt parallel zu der anderen verläuft, mit einer eben Abweichung, zum Guten oder Schlechten ist ja egal. Also die existiert jetzt, ihr seid da drin gefangen, Punkt. Ihr müsst in der Zeit denn aber auch leben, wo ihr euch zu dem Zeitpunkt denn befindet, also wenn ihr euren Großvater umbringen wollt, bevor ihr euren Vater zeugt. Denn wer momentan ist 2013. Ja, Großvater, vielleicht mit. Also ich weiß jetzt nicht, wie schnell eure Eltern waren oder Großeltern, aber das wären so Minimum, sag ich mal, 40, 50 oder 60 Jahre zurück. Ja, sieht mal zu, wie ihr ohne Internet, ohne Computer, ohne Gameboy, ohne Handhelds überhaupt höhere Technologie zurechtkommt. Also gut, ihr könnt natürlich den ganzen Tag Bücher lesen. Und ihr habt ja auch noch eure Zeitmaschine, vielleicht baut ihr euch daraus ja einen Computer und entwickelt das Internet. Als selbsterfüllende Prophezeiung, da sind wir nämlich wieder dabei. Oder ihr macht, keine Ahnung. Könnt ihr ja auch selbst Kinder in die Welt setzen in der Zeitachse, denn weicht ja schließlich eh schon ab von der anderen, dann könnt ihr euch auch gleich ganz austoben, ist ja dann auch egal irgendwie. Wenn ihr sowieso wisst, dass ja eh nicht die echte Zeitachse, dann ist ja sowieso wurscht. Ja. Oder für euch nicht die echte, für alle anderen die echte. Na gut, so könnte man denn das Großvater-Paradoxon natürlich auch lösen. Also, denn entsteht einfach gleichzeitig mit dem Tod eures Großvaters eine andere Zeitachse, in der ihr leben könnt. So. Zweite Möglichkeit, ihr erschießt ihn und verschwindet. Diese Sache aus Zurück in die Zukunft genommen. Ihr schießt den Großvater und verschwindet instant. Seid weg. Aber dann haben wir ja wieder das Paradoxon, und dann hättet ihr ja gar nicht zurückkommen können, um ihn zu töten. Also wäre das dann auch eine parallele Zeitachse? Oder eine unmögliche? In der ihr tatsächlich dann auch verschwindet, weil euch niemand gezeugt haben kann. Oder? Da geht alles nach, das ganze Universum ist paradoxfrei aufgebaut. Dann wäre es nämlich so, dass ihr zurückgeht und euren Großvater umbringen wollt und nicht könnt. Denn jetzt komme ich mit meiner doofen, blöden Logik um die Ecke und sage euch, nee, kann ja nicht. Du kannst ihn ja nicht getötet haben, weil er hat ja gelebt. Also du hast ihn ja mal kennengelernt. Also kannst du ihn niemals getötet haben. Kannst ihn natürlich später töten. Klar. Aber nicht, wenn du in der Zeit zurückgehst. Bevor du ihn getroffen hast. Das funktioniert nämlich nicht. Denn alles, was passiert ist, ist passiert. Und wenn alles paradoxfrei abläuft, dann werdet ihr in irgendeiner Weise immer daran gehindert, irgendetwas zu tun. In dieser Zeitebene, wo ihr hinspringt. Also wenn ihr nach 1950 springt, meinetwegen, werdet ihr immer daran gehindert werden, irgendetwas mit euren Großeltern anzustellen, was irgendwie halt niemals passiert ist. In irgendeiner Art und Weise wird es immer verändert. Zum Beispiel, ihr wollt euren Großvater gerade erschießen, schlägt euch einer nieder, weil er sieht, dass ihr die Waffe auf ihn richtet oder sonst irgendetwas wird passieren, um euch daran zu hindern, das zu tun. Das ist dann ein absolut zeitparadoxfreies Universum. Alles korrigiert sich selbst. Also ihr könnt nicht zurück, um Hitler zu töten, vielleicht wart ihr ja Stauffenberg, seid in der Zeit zurückgereist,
habt dort diese Bombe platziert und wie ihr es vielleicht aus den Geschichtsbüchern hättet lernen können, ist der Anschlag in die Hose gegangen. Das hat nicht funktioniert. Der wurde nur ein bisschen verletzt. Sogar nur leicht verletzt, das war total lächerlich. Aber ihr könnt ihn halt nicht töten. Bevor ihr jemanden umbringt, werdet ihr eher selbst getötet. Also in dem Fall dann. So ist es nämlich, meiner Meinung nach. Also wenn man in die Zeit zurück kann, könnte, irgendwann, dann kann man anstellen, was man will. Man wird die Zukunft nicht verändern. Ihr könnt ja meinetwegen auch eine total geniale Idee von heute mitnehmen. Und in der Vergangenheit versuchen die umzusetzen. Entweder beim Patentamt kommt ihr damit nicht durch, wird euch alles vermasselt. Ihr habt kein Geld dabei, also könnt ihr vielleicht diese Idee gar nicht umsetzen, sowieso. Ihr kriegt keine Arbeit, weil ihr alle Sachen, die früher gekonnt werden hätten müssen, nicht könnt. Oder sonst irgendwas. Also, oder ihr entwickelt diese Sache tatsächlich. Und seid halt einfach nur schon immer sowieso, da ist dann wieder diese selbsterfüllende Prophezeiungssache, sowieso schon immer der Erfinder davon gewesen. Ihr wartet schon immer. Also habt ihr die Vergangenheit dann nicht verändert, sondern nur so gemacht, wie sie dann auch passiert ist. Also ihr habt einfach nur das getan, was ihr machen musstet, damit die Zeit so wird, wie sie wird. Deswegen komme ich jetzt auch zum abschließenden Punkt der ganzen Sache. Wenn ihr heutzutage irgendwie denken solltet, oh, ich verändere jetzt die Zukunft, denn wir sind unser eigenen Zukunftsschmied, muss ich euch leider sagen, wenn ihr schon in der Zukunft gewesen seid und wieder zurück seid von dort und jetzt denkt, nee, ich mach alles anders, das wird alles noch schöner, besser oder schlechter, wie auch immer ihr das gerne hättet, muss ich euch leider sagen, ihr habt die Zukunft doch schon gesehen. Egal, was ihr macht. Egal, was ihr tut. Die Zukunft wird weiterhin so sein, wie sie ist. Ihr könnt also anstellen, was ihr wollt. Alles, was ihr tut, kann nur zu der Zukunft führen, die sowieso schon passiert in der Zukunft. Ja, ich denke, vierdimensional oder fünfdimensional. Wenn ihr jetzt irgendetwas macht, um die Zukunft zu verändern, wird die Zukunft nur so, wie sie momentan bereits ist. Sie ist nämlich so, wie sie ist, die Zukunft. Und ihr könnt sie nicht verändern. Ihr könnt halt jetzt gerade sagen, ich mache das Beste daraus. Ich streng mich so gut an, dass die Zukunft auf jeden Fall für mich super wird. Dann wird die Zukunft für euch super. Ja, so einfach ist das. Wenn ihr jetzt sagt, gut, jetzt mache ich den Scheiß. Alles wird cool und toll, dann wird die Zukunft cool und toll für euch. Ist doch vollkommen logisch. Alles super. Gar keine Einwände. Euer Ehren. Dagegen hat ja auch keiner was. Ich wollte hier eigentlich, dieses Bild habe ich auch nicht zufällig genommen, sondern wegen dem Paradoxon erklären. Wenn ich diesen Vogel gefangen hätte, bevor ich dieses Bild gemacht hätte, also dass er nicht dort hätte langfliegen können, wäre er dort nicht gewesen. Da er dort aber ist, bin ich entweder dran gescheitert, ihn zu fangen, oder es war mir einfach nicht möglich, in vielerlei Hinsicht diesen Vogel vorher wegzufangen oder zu erschießen. Vielleicht habe ich den Falschen gewählt. Vielleicht war ich nicht da. Wer weiß. Ganz egal. So viel zur Zukunft. Oder war es jetzt zur Vergangenheit? Egal, ihr könnt ja in die Vergangenheit reisen, das Video nochmal anwählen und dann etwas mehr darüber nachdenken. Vielen Dank. Tschüss.